Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie versprochen, heute der erste Teil meiner kleinen Miniserie über die Kaninchen. Und den möchte ich heute beginnen mit unserer Voliere. Wir haben ja letztes Jahr bereits begonnen, im Winter eine Voliere hier zu bauen. Darum soll es in diesem Video gehen. Und zwar zeige ich euch immer so Ausschnitte, wie Daniel diese Voliere hier gebaut hat. Und dann zeige ich euch noch am Ende des Videos, wie ich meine Kaninchen hier alle auf einmal reingepackt hatte. Ich habe die vorher alle in kleinen Gruppen gehalten und dann war natürlich hier ein großes Chaos los, denn alle Kaninchen sollten ja dann in die Voliere und alle miteinander vergesellschaftet werden. Aber wie ihr seht, jetzt hier ist alles gut gegangen, also das heißt, ein, zwei Kaninchen hatten schon eine kleine Verletzung am Ohr oder vielleicht auch unsere Häsin Blitz, die hatte eine kleine Verletzung am Auge. Das heißt, ganz so unproblematisch ist es nicht verlaufen, aber es hat jetzt im Nachhinein alles gut geklappt. Das heißt, die vertragen sich jetzt wunderbar. Es ist eine ganz ausgeglichene, ruhige Gruppe geworden und wir haben hier einige Kastraten mit drin in der Gruppe und einige Häsinnen. Ansonsten würde es natürlich nicht gehen. Das ist ganz klar. Und die Rammler sind natürlich separiert. Sonst hätten wir ja hier unwahrscheinlich viele Würfe hintereinander weg. Das würde natürlich überhaupt nicht gehen. Das heißt, ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich muss mir jetzt noch einige Alternativen zu den Köttelecken einfallen lassen. Ich werde wahrscheinlich noch einige Katzentoiletten in den Ecken aufstellen, dort wo sie häufig fressen, damit sie dort eben regelmäßig rein kötteln und urinieren können. Denn Kaninchen sind auch sehr saubere Tiere, das heißt, sie kötteln und urinieren eigentlich meistens nur in ein, zwei Ecken hinein. Und sie haben sich dafür hier unseren Toilettenstall, wie ich ihn nenne, ausgesucht. Den habe ich jetzt schon mehrfach gereinigt. Tja, und jetzt geht's einfach mal ab und ich sage jetzt einfach mal Film ab und lasst euch einfach überraschen, wie wir hier diese Kaninchenvoliere gebaut haben. Im Januar hat Daniel angefangen auszuschachten und ihr seht schon, hier sollen dann einmal die Borde reingebracht werden. Und dann seht ihr hier diese Abwasserrohre und dort hinein sollen dann die Verankerungen für die Holzpfosten für die Voliere angebracht werden. Jetzt sind wir hier schon im April oder im Mai, geht es also jetzt weiter und ihr seht hier, in diesen Abwasserrohren ist mittlerweile schon der Beton reingekommen und auch die Halterungen für die Pfosten dann später und die Borde werden jetzt eingesetzt. Ja, ich wollte gerne Borde rundherum haben und auch wirklich eine ebene Fläche, damit sich nichts unten durchbuddeln kann, kein Fuchs oder eine Ratte oder irgendwas. Und deswegen haben wir das hier eingefasst und dann ganz einfach mit Betonplatten aufgefüllt und mit Sand, sodass wir dann gut die Lücken noch ausfüllen konnten. Genau, und jetzt sind wir schon wieder weiter und ihr seht, mittlerweile sind sogar schon die Pfosten da. Und die Pfosten, ihr seht das hier, hat Daniel ganz einfach dann eben auf diese Halterungen draufgeschraubt. Und die Kopfbänder und auch die Balken wurden jetzt hier miteinander verschraubt, damit das alles richtig schön stabil in sich hält, natürlich mit sehr langen Schrauben. Und auch die Dachsparren wurden auf das Dach aufgebracht. Ich denke, jemand, der sich ein bisschen mit Bauen auskennt, der wird das hier sehen, wie wir das hier alles gebaut haben. Genau, und dann geht es auch schon weiter mit den Polyesterbahnen. Und zwar haben wir hier einmal die wellige Form und dann haben wir noch einige von den glatten Polyesterbahnen. Und die haben wir einfach genommen als Fensterersatz sozusagen, damit die Voliere innen schön hell wird.
und die haben wir halt oben an den, ja, ganz oben eben rundherum dran gemacht und eine Hälfte vom Dach haben wir mit diesen Metallplatten, Blechplatten gemacht und die andere Hälfte, damit es eben heller in der Voliere ist, mit diesen Polyester-Wellbahnen. Auf der Hälfte der Westseite haben wir ebenfalls diese PE-Bahn aufgebracht und zusätzlich dann auch noch Drahtgitter, also Volierendrahtgitter drüber, dass da auch wirklich nichts passiert, wenn mal ein Sturm kommt und die PE-Bahn sollte irgendwie brechen, obwohl die Glasfaser verstärkt ist und deswegen wirklich ein sehr gutes, robustes Material ist. Allerdings haben wir das nur zur Hälfte gemacht, denn es muss ja im Sommer auch noch ein bisschen Durchzug sein und es darf nicht so heiß wie in einem Gewächshaus da drin werden. Deswegen haben wir jetzt die eine Hälfte uns dafür entschieden, eben mit dieser PE-Bahn zu machen und eben diesen Volierendraht. Und die andere Hälfte, wo die Tür dann noch später reinkommt, da wird nur mit Draht gearbeitet. Allerdings habe ich da im Winter immer eine Gewächshausplane davor und diese Gewächshausplane, die nehme ich dann im Sommer über ab und dann gibt es hier eine gute Durchlüftung in der Voliere, denn Kaninchen sind ja wirklich sehr hitzeempfindlich und sie müssen da wirklich auch die Möglichkeit haben, sich auf jeden Fall abzukühlen und deswegen, genau, kommt dann hier auch gut die Luftzirkulation durch. Die Balken haben wir unten noch etwas geschützt mit ein paar extra Brettern einfach, weil die Kaninchen ja auch, der Urin der Kaninchen könnte natürlich das Holz dann leicht beschädigen. Deswegen haben wir zumindest die Balken da noch mit bisschen extra Holz geschützt. Und jetzt seht ihr hier schon, wie das jetzt hier aussieht. Verkleidet haben wir die Voliere unten einfach mit Brettern, die wir noch da hatten, mit alten. Und oben eben mit dieser PE-Bahn, mit dieser durchsichtigen und eben dem Gitter drüber. Und das ist echt schön geworden und dadurch ist es eben sehr hell und lichtdurchflutet in der Voliere. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr schön. Und Daniel hat hier alles eben noch mit extra Dachlatten praktisch befestigt. Und ja, jetzt sind wir auch schon bald fertig. In der Zwischenzeit habe ich mich jetzt schon mal um unsere Ställe gekümmert, die dann später zur Einrichtung dienen sollen. Das sind einfach alte Ställe, die wir noch so da hatten. Und genau, die habe ich halt alle geputzt und sauber gemacht. Und Daniel hat sich hier um die Tür gekümmert. Die Tür ist noch reingekommen und natürlich müssen hier ordentliche Verschlüsse ran, die auch der Fuchs nicht unbedingt öffnen kann oder der Waschbär. Deswegen haben wir hier einen zweifachen Schutz, nochmal weiter oben einen, damit auch im Sturm und so weiter hier alles richtig, richtig hält. Und hier hat sich im frisch gemachten Stall hier schon ein Huhn gemütlich gemacht und hat da gleich mal glatt ein Ei reingelegt. Ja, ist schon lustig bei uns. Ja, und so sieht es jetzt aus. Ihr seht hier unten die Bodenplatte ganz einfach mit diesen Steinen und dann eben, genau, alles noch schön verbrettert, rundherum schön dicht gemacht, damit auch kein Marder reinkommt. Und dann geht es auch schon los mit dem Einräumen. Hier räumen wir jetzt die Ställe ein, die wir noch da hatten, die wir teilweise als Auslauf genutzt haben oder die einfach jetzt gerade schon leer waren. Und die kommen jetzt hier mal in die Voliere rein, sodass die Kaninchen sich dort zurückziehen können oder auch wenn es kalt ist, dass sie dort einen Rückzugsraum haben. Und ich merke auch, dass diese Ställe wirklich reichlich genutzt werden. Aber natürlich verweilen die Kaninchen nicht lange in dem Stall, sondern sie haben schon einen großen Bewegungsdrang und hüpfen dann von einem zum anderen Stall. Tja, und ich finde, die Voliere ist echt wunderschön geworden. Ich freue mich riesig. Also herzlichen und lieben Dank nochmal an Daniel an dieser Stelle. Das war mein Weihnachtsgeschenk, denn ganz kurz vor Weihnachten durften die Kaninchen einziehen.
Wie man hier sehen kann, haben wir die Voliere in zwei Teile geteilt. Der hintere Teil wird eingestreut, hier noch mit Sägespänen und Stroh natürlich. Und so ein Brett hier in der Mitte trennt das Ganze. Und der linke Teil, der wird nicht eingestreut. So hatte ich mir das jetzt überlegt und es klappt bisher ganz gut. Jetzt sind wir hier mitten in der Vergesellschaftung und ihr seht schon, es läuft nicht ganz so glatt. Das heißt also, klar, ich hatte ja die Kaninchen vorher alle in Gruppen von 2 bis 4 Tieren ungefähr und die müssen sich jetzt natürlich erstmal alle kennenlernen. Und ja, es war nicht ganz so glimpflich, das heißt, vor allen Dingen unser Rammler Puncto, der sehr, sehr dominant ist, und unsere Häsin hier, die Havanna-Häsin in Braun, ja, die haben ordentlich Radau gemacht und haben auch wirklich alle ganz schön aufgescheucht. Aber Augen zu und durch, würde ich mal sagen. Und ja, es flogen auch ein paar Fellfetzen rum. Das ist eigentlich gar kein Problem. Das Einzige war, dass unsere Häsin, die jetzt hier gerade rausgehoppelt kommt, die hatte eine kleine Verletzung am Auge. Blitz ist das. Sie ist auch sehr, sehr dominant. Aber ansonsten ist überhaupt gar nichts passiert. Es war eigentlich super. Das heißt ja, ich habe hier einfach alle Kaninchen auf einmal reingesetzt und die haben sich alle auf einmal kennengelernt. Das hat wirklich über Nacht noch gedauert. Und am nächsten Morgen, als ich dann in die Voliere reingekommen bin, war alles schon Friede, Freude, Eierkuchen. Tja, Futternäpfe natürlich, Wasser aufgestellt. Und hier seht ihr, das ist schon der nächste Morgen und es wird schon fleißig sich gegenseitig geputzt und gekuschelt. Ich konnte es kaum glauben, als ich früh dann hier in die Voliere kam, und es war wirklich, also richtig, richtig schön anzusehen. Ich kann wirklich jedem so eine Haltungsform von Kaninchen nur empfehlen. Es ist einfach der Wahnsinn, wie gut die sich alle verstehen, wie harmonisch das jetzt alles zugeht. Und man kann sie wirklich ganz toll beobachten, wie sie gegenseitig sich putzen, wie sie im Stroh rumscharren. Eine Buddelbox fehlt mir noch. Das ist noch was, was ich gerne noch bauen möchte. Aber jetzt im Moment sind sie ja in der Voliere nur drinnen im Winter. Aber im Frühjahr möchte ich dann auch noch Ausläufe bauen und dann kommen sie natürlich auch noch raus. Also sie können dann auch von der Voliere aus rausgehen. Dafür habe ich aber jetzt einfach noch keine Zeit. Das machen wir dann im Frühjahr. Jetzt haben sie ja hier erstmal genügend Beschäftigungsmöglichkeiten. Tja, hier haben wir noch so einen Heusack. Das ist eigentlich für Pferde gedacht. Den habe ich jetzt mittlerweile auch aufgehangen. Und da bekommen sie jetzt auch immer ihr Heu. Hier ist unsere Häsin Sternschnuppe. Die ist auch so goldig. Ja, ich liebe die einfach. Und genau. Und ja, also das klappt einfach hervorragend. Man kann jetzt hier stundenlang einfach in der Voliere sitzen und die Kaninchen beobachten. Und sie kommen auch wirklich regelmäßig an und stupsen einen an und sagen Hallo und sind total neugierig. Ja, das ist auch wirklich das Schöne. Aber es ist eben wirklich so, dass Kaninchen eigentlich keine Kuscheltiere sind. Das heißt, sie mögen es schon, wenn man sie auf den Kopf krault. Genauso wie sie das auch mit ihren Artgenossen machen, wenn sie sich gegenseitig putzen. Aber sie mögen es halt überhaupt nicht, hochgenommen zu werden. Hier seht ihr, das ist einfach so ein tolles Bild, wenn die alle zusammen kuscheln. Alle zusammen rumsitzen, sich putzen und schlafen und sich einfach alle miteinander wohlfühlen. Das ist einfach nur schön. Und selbst unser sehr dominanter Rammler Puncto hier, selbst der hat sich jetzt total gemacht und er putzt die anderen mit. Ihr seht ja, er sitzt hier ganz friedlich genau in der Mitte und lässt sich betudeln und die anderen betudeln ihn auch. Also es ist wirklich ein total schönes Bild. Thank you.
Ja, ich persönlich finde, es ist richtig schön geworden. Wir fühlen uns hier auch immer wohl. Die Kaninchen glaube ich auch. Das heißt, wir sitzen hier regelmäßig drin, jetzt jeden Tag, und genießen natürlich das Beisammensein mit den Kaninchen. Wir bringen immer mal Leckerlis mit, wie hier den Bambus natürlich. Jeden Tag frisches Grün, ganz klar. Im Winter, ich denke, ich werde noch ein Winterfütterungsvideo machen, auf jeden Fall, was ich meinen Kaninchen im Winter füttere. Das wird dann wahrscheinlich nächste Woche kommen. Denn ich möchte jetzt einfach mal eine kleine Kaninchenreihe für euch machen. Denn über meine Kaninchen habe ich eigentlich in meinen Videos so gut wie gar nicht gesprochen. Und deswegen dachte ich, es ist jetzt einfach mal an der Zeit. Das hatte ich euch ja schon lange versprochen. Sobald die Voliere fertig ist, werde ich einfach mehr über die Kaninchen reden. Und ja, wir lieben es einfach jetzt hier zu sitzen und den Kaninchen beim Mümmeln zuzuschauen. Jetzt im Winter haben wir hier an zwei Seiten eine Gewächshausfolie angebracht und die können wir aber jederzeit wieder abnehmen und natürlich wollen wir die auch wiederverwenden. Deswegen haben wir die ziemlich ordentlich angebracht mit solchen Holzelementen dazu, damit wir die einfach jedes Jahr abschrauben können im Frühjahr und dann im Winter wieder anschrauben können. Das heißt, dass wir hier nicht so viel Plaste verschwenden und dass wir natürlich die Materialien immer wieder verwenden können. Und das ist eigentlich ganz gut, denn das ist hier die Nordseite und die Westseite und da drückt halt dann doch schon der Regen oder der Schnee ziemlich rein. Und deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, das mit der Gewächshausfolie abzudecken. Und dann kommt auch keine Feuchtigkeit hier rein. Und im Frühjahr werden dann diese beiden Seiten abgenommen, sodass hier wirklich ein guter Luftstrom entsteht. Denn im Sommer wird es dann sonst natürlich zu heiß hier drin. Ist ja dann wie ein Gewächshaus. Und da haben sie dann hier ordentlich Durchzug und können sich dann, denke ich, auch auf den Steinplatten gut abkühlen, denn Kaninchen vertragen Kälte viel, viel besser als zu viel Hitze. Das heißt, Kaninchen sterben dann eher schon mal an einem Hitzeschlag, wenn es zu heiß ist. Und wir wollen natürlich dann im Frühjahr auch noch die Ausläufe bauen. Das heißt, im Moment liegt hier alles noch rum. Das ganze Holz vom Bauen und so weiter ist alles noch hier. Und dort sollen dann die Ausläufe entstehen. Das heißt, da werde ich dann auch noch ein paar kleine Zaunpfosten überall einbringen und meinen Steckzaun wieder. Und dann können die Kaninchen ab Frühjahr dann auch raus. Da möchte ich dann noch ein bisschen Gras einsehen und so weiter. Und da wird es also dann auch wieder ein Video darüber geben, wie ich hier diese Ausläufe noch baue. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, denn klar, die haben hier schon richtig schön viel Platz. Das heißt, im Winter können die auch gut hier drin sein. Vor allen Dingen, wenn wir nicht da sind, finde ich es immer toll, wenn ich weiß, die sind halt sicher in der Voliere. Denn da kann kein Fuchs mal eben vorbeikommen und sich einen mopsen oder alle mopsen. Und deswegen ist es ganz schön so, wenn dass ich immer weiß, die sind hier drin sicher und abgeschlossen. Und ja, und im Sommer, wenn wir dann wieder häufiger im Garten sind oder eigentlich ganztägig draußen sind, dann können sie auch raus und können eben hier wieder schön rumknabbern. Aber dadurch, dass die Voliere auch so schön hell und lichtdurchflutet ist, finde ich, haben sie es hier schon echt richtig gut. Ja, ich habe hier ausschließlich Zwergwitter drin, das heißt, das sind die Mini-Loop-NHD-Mischungen, also von der englischen und der niederländischen Linie. Und das sind halt diese ganz, ganz kleinen Zwergwitter, die jetzt nur zwischen 1,2 und 1,6 Kilo schwer werden. Das heißt, unser Momo, das ist so unser schwerster und größter Kastrat hier drin, der ist schon ordentlich, den haben wir mit der Flasche großgezogen. Deswegen ist der auch so extrem anhänglich und auch extrem zahm. Und der kommt wirklich ständig und will seine Schmuseeinheiten sich abholen. Das ist echt total schön. Und die anderen sind eher neugierig, das heißt, die kommen und die stupsen einen mit der Nase an, sagen, hallo, wer bist du, was machst du hier? Und dann gehen sie wieder ihre Wege. Ja, aber es ist einfach total schön und angenehm, hier zu sitzen und das alles so zu beobachten. Das ist einfach, das gibt mir so einen inneren Frieden und eine innere Ruhe und Gelassenheit. Und ich bin halt absoluter Tierliebhaber, schon immer gewesen, ne? Und das ist einfach hier eine Realisierung eines Kindheitstraumes von mir. Und ja, deswegen bin ich einfach total froh, dass wir das jetzt so hier hinbekommen haben.
Allerdings möchte ich mich umändern, also verändern und möchte weg von dem Mini-Loop, weil ich einfach mitbekommen habe, dass wirklich viele Leute diese Mini-Loops mittlerweile züchten, also sehr viele kleine Mini-Züchtungen hier so aufgemacht werden und dass es die wirklich schon zuhauf am Markt gibt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ihr wisst ja, ich züchte ja auch oder mache eine kleine, habe eine kleine Zuchtgruppe von den Sachsenhühnern und möchte mich eigentlich eher stark machen für bedrohte Nutztierrassen. Und deswegen möchte ich peu à peu umstellen auf die Meißner Widder. Von denen gibt es nur noch sehr, sehr wenige. Ich blende euch hier einfach mal ein paar Zahlen ein, damit ihr ungefähr wisst. Also es gibt auf jeden Fall unter 1000 Tiere nur noch von den Meißner Widdern. Das ist, die wären deutlich größer, ist auch eher so eine Nutzungsrasse, also eine Schlachtrasse, eine Fleischrasse, wenn man so will. Und ich möchte aber wieder mehr in diese Richtung gehen, ja, alte Nutztiere erhalten. Und deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich in 3 bis 4 Wochen 2 Meißner Widder-Häsinnen aufnehmen. Und dann auch im Herbst oder so noch einen Meißner Widder Rammler. Und dann gucken wir mal. Natürlich werde ich wahrscheinlich den Großteil meiner Tiere behalten. Falls jemand Interesse hat an einem Mini-Loop von mir, der kann sich gerne persönlich bei mir melden unter anjasgartenreich@gmail.com. Und dann gucken wir mal, denn ich möchte meine Tiere nur in wirklich schöne Zuhause abgeben. Das heißt, am besten in Außenhaltung mit Freilauf, das ist immer am schönsten, finde ich zumindest. Oder dann, wenn es halt Innenhaltung ist, dann auf jeden Fall ohne Käfig. Genau, und wenn ihr Interesse habt, meldet euch gern bei mir. Ich wäre gerne noch dazu bereit, 1, 2, 3 Tiere abzugeben. Aber eben, wie gesagt, nur in ausgewählte Zuhause. Ja, und ansonsten bin ich hier sehr, sehr zufrieden, wie schon gesagt. Und mal schauen, wie es so weitergeht. Zumindest brauche ich eben auch diesen Kaninchencode für meinen Garten. Also da bin ich halt sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt einfach so, so viel Kaninchenkötteln und auch Urin, also diesen ganzen Mist habe. Denn ich brauche jetzt wirklich keinen Dünger von außen mehr zuführen für meinen Garten. Ich habe jetzt genug Hühnermist und Kaninchenmist, dass ich wirklich übers Jahr komme und meine ganzen Gartenbeete damit düngen kann. Ich habe jetzt ungefähr, also circa 200 bis 250 Quadratmeter reine Beetfläche. Das ist schon ordentlich und die kann ich jetzt wirklich schon größtenteils in Kreislaufwirtschaft selbst düngen. Natürlich muss ich das Stroh zukaufen, aber da habe ich einen Biobauern um die Ecke. Liebe Grüße, wenn ihr zuschaut. Und da bekomme ich halt immer im Jahr einen Ballen Stroh, Biostroh, und das nutze ich halt dann als Einstreu. Oder eben die Hackschnitzel für die Hühner, die nutze ich auch sehr gerne. Und die bekomme ich größtenteils von der Gemeinde. Das heißt, alles das, was da anfällt an hier in der Region, an Bäumen, die jetzt zum Beispiel durch Stürme umgefallen sind, da ja, melde ich mich bei der Gemeinde und versuche dort immer meine 1, 2 Hängerladungen Hackschnitzel herzubekommen. Und damit können wir uns jetzt eigentlich ganz gut im Kreislauf hier erhalten. Das heißt, eigenes Heu könnten wir auch machen, haben wir letztes Jahr keine Zeit gehabt. Das bekomme ich von meinen Schwiegereltern. Die haben auch eine große Wiese, die jedes Jahr gemäht werden muss und wo ich dann das Heu für die Kaninchen herbekomme. Das heißt, ja, ich habe halt schon noch Einfluss von außen, alles kann ich nicht selber machen. Das ist einfach so ziemlich utopisch. Da müsste man schon mit noch mehreren Familien zusammenarbeiten, so wie wir es ja eigentlich auch jetzt tun. Und das klappt eigentlich ganz gut. Ja, und so geht das alles Hand in Hand. So hatte ich das ja geplant. Schön immer im Kreislauf bleiben und so viel wie möglich versuchen, regional und von sich aus hier selbst zu erwirtschaften. Und ja, und ich muss natürlich schon dann auch noch auf die Wiese gehen, auf die Streuobstwiese. Ab Mai geht's wieder los, April, Mai. Wenn das Gras wieder anfängt, gut zu wachsen, dann bekommen die Kaninchen natürlich regelmäßig hier Gras. Und über den Winter muss ich natürlich auch ein paar Rüben zufüttern. Aber das seht ihr dann alles im nächsten Video. Da zeige ich euch dann, wie ich meine Kaninchen im Winter versorge.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ich sende natürlich herzliche Grüße an meine Mitglieder, an all euch da draußen, an meine Kanalabonnenten. Und ich danke euch wie immer für eure Kommentare. Ich sende euch ganz liebe Grüße und ja, bis zum nächsten Video.